So, hier haben wir alles. Gehen wir da nach oben. Stimmt ja, alle 5 Sekunden ist quasi nie. Toll. Alles gezockt. Ah, können wir wieder investieren. Noch einmal. Super. Das ist alles nur wegen der Gier. Ah, ja, nochmal, komm. Fast komplett. Bald werden wir sehen, wer der wahre Künstler ist. Hey, warum machst du so ein niedergeschlagenes... Sag dem alten Aasgeier! Seine Musik ist auch nicht mehr das, was sie mal war! Oh, ich glaube, da ist jemand sauer, hä? Ja, sichert. Du glaubst schon wieder den Gerüchten. Cohen ist kein Musiker. Er ist Ryans Stalljunge. Ryans korrupte Politik scheißt alles voll. Und Cohen rennt rum und beseitigt den Dreck, wo er kann. Aber anstatt dafür eine Kehrschaufel zu benutzen wie jeder andere Knecht, säubert Cohen die Landschaft mit eingängigen Melodien und geschickten Wortspielen. Egal wie schön es auch klingt, an dem Geruch von dem, was er wegputzt, ändert es nichts. Bist du Cohens Botenjunge? Nein. Ich hab was für diesen Vogel. Bleib mal mit dir bei meinen Kätzchen, Süßer. Na toll. Was ist denn hier los, Mann? Wo komme ich denn hier raus? Ich nehme den Weg. Meine Kätzchen! Du hast meine ganzen Babys umgebracht! Aber ich glaube, so gefällt er mir besser. Mach
Mach jetzt das verdammte Foto. Zack, zack. Nee. Okay, ich glaube, wir... Wir müssen das abgeben, ja? Jetzt muss ich sterben. Weil, nicht speichern gerade. Hey du, wollen wir spazieren gehen? Tja, eigentlich haben wir die gehackt, wa? Damit hätten wir 3 von 4. Wieso schaust du so? Es gefällt dir nicht, stimmt's? Ich hab's nicht nötig, mich von dir beurteilen zu lassen. Von niemandem! Du kannst mich mal, ihr beschissenen Zweifler! Ihr könnt mich alle mal! Damit ihr's wisst! Ja, alle! Oh! Flieg davon, kleine Motte! Flieg! Okay, das muss jetzt speichern. Also, macht er jetzt gerade nicht. Moment, jetzt aber. Hätte ich den jetzt wegmachen müssen, oder? Der hat einfach nur Schiss gekriegt gerade, Emd. Du willst uns einsperren, alter Mann? Och, das macht Copsi nichts aus.
Ich habe dich geliebt. Ich dachte, du wärst ein musikalisches Genie. Weißt du warum? Weil du meine Miete bezahlt hast, du altes Wrack. Komm zum Plattenladen. Ich zeig dir, was ich von deiner Katzenmusik halte. Puh. Na, du Tanda. Naja, lösen, nein. Aber ich habe es geschafft, heute Nachmittag kurz Zeit aufzuwenden. Pass auf, gucken wir mal. Nein, nicht gefallen. Ich habe es geschafft, heute Nachmittag, also heute am frühen Abend, so muss man es ja sagen. Ich muss bloß die Safe Games hier reinnehmen. Zum Glück noch ein Safe Game gefunden zu haben, bevor wir durch die Dingstür gegangen sind, um an dem Ort zu kommen, wo die Türen verschlossen waren. Und das hat geholfen letztendlich, weil hier Berechtigung, so, wieder so. Ja, mal gucken, was jetzt läuft oder nicht läuft. Und das hat geholfen, dass ich bis da spielen konnte und dann war das der Bug mit den Türen weg. Das mit dem Speichern ist leider immer noch da, aber es ist so einigermaßen, nee, jetzt gerade nicht, im Griff. Also wenn es nur das Speichern-Problem ist, ist es kein Problem. Also wir werden es ab und zu hier probieren müssen, da kommen wir nicht drum rum. Ich habe jetzt schon Weilchen kein Quicksave mehr benutzt. Vorhin hatte ich das Gefühl, das liegt da immer noch nicht. Das liegt daran, dass wir nichts mehr so viel speichern, aber leider hat das nicht geholfen. So, erstmal hier wieder bereinigen. Achso, warte mal. Habe ich wieder den Schreibschutz entfernt? Das ist auch so ein Ding. Manchmal habe ich das Gefühl, mit dem Schreibschutz, das funktioniert. Manchmal funktioniert es nicht. Doch, das hatte ich gemacht. Ah, sieht auch schon wie ein Schweizer Käse hier. Oh. Nein, nicht. Ich will doch nur speichern. Das war gerade eine harte Sequenz. Nein. Immer noch nicht. Nein. Nein. Ja. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß es nicht. Aber das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt. Werde ich wahrscheinlich auch im Laufe des Spiels mehrfach sagen. Und ich glaube auch, dass Bioshock 2 genauso betroffen ist. Genau so ist es. Shit. Autohacker, verdammt. Ist das hier so ein Einmal-Ding? Nee, ne? Was ist denn das? Ist das ein... Never again, I'll go see.
Okay. Ich muss erst mal überlegen, was das Spiel gerade von mir will. Streife war, schockiert mich die Kaltblütigkeit dieser Künstlertypen immer noch. Diese wilde Braut, Culpepper, und dieser durchgeknallte Cone haben Streit miteinander und erwarten jetzt, dass meine Sicherheitstruppe für eine der Seiten Partei ergreift. Als nächstes werde ich dann in Ryans Büro gerufen, um mich mit ihm über die ganze Sauerei zu unterhalten. Diese gottverdammte behämmerten Künstler. Mist. Ich brauche Heilung. Ja, muchas gracias. Komm ich her, okay. Oh. Nicht so. Oh. Och, ich hasse die Dinger. Wow. Tot. Wehe, da ist nichts Passendes drin. Heilung. Okay, immerhin. War es nicht unbedingt wert, aber wir sind zumindest geheilt. Noch eins, okay. Kasse ohne Kohle. Hallo? Wild Bunny und Sander Cohen. Ich will die Ohren abnehmen, doch ich kann nicht. Ich hüpfe. Wenn ich hüpfe, komme ich nie vom Boden weg. Das ist mein Fluch, meine ewige Verdammnis. Ich will die Ohren abnehmen, doch ich kann nicht. Das ist mein Fluch, mein verdammter Fluch. Ich will die Ohren abnehmen. Bitte, nimm sie ab. Bitte. Yes. Alle brauchen Pferde. Und wir alle brauchen Komm zurück, bitte, komm zurück! Verletzen. Ich auch nicht. Kleine Waffe. Flieg. Komm schon. Ich will bloß reden. Komm zurück, bitte. Komm zurück. Na, komm schon. Ich brauche.
Aua. Alter. Ist er tot? Es ist Zeit, mit Ryan abzurechnen. Aufgestanden. Wieder. Schon zum zweiten Mal diese Woche. Seitdem mein Gesicht... Steinman hat an mir gearbeitet, aber seit der Explosion war es nicht mehr so wie vorher. Wenn ein Mädchen so lange allein ist, hat es Zeit zum Nachdenken. Wer könnte mich so sehr hassen, dass er mich so zurichtet? Was habe ich ihnen angetan? Ich denke ständig an all die Verbrecher und Terroristen, die Ryan am Apollo Square eingekesselt hat. Und ich werde so zornig. Manchmal bekomme ich kaum Luft. Wenn ich sie nur zur Rede stellt und ihnen sagen könnte, was sie mir angetan haben. Wie sie mein Leben und Rapture ruiniert haben. Vielleicht würde ich mich dann besser fühlen. Krass. Hatte sie einfach... Habe ich aber noch Schrein gehabt, du. So, ich habe jetzt hier einen Schlüssel gefunden. Wo muss ich denn damit hin? Die sind auf mich gestürzt, weil ich die Dinger hier kaputt gemacht habe. Eieieiei. Da ist da nichts mehr drin. So. Hier lang muss. Nein. Mist.